Tschüss, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Metro 2033. Im letzten Part haben wir einen sehr gruseligen Tunnel benutzt mit Kahn zusammen. Und jetzt geht unser Abenteuer weiter auf einer Bahn. Yeah! Ich bin schon sehr echt gespannt. Ja. Ach, lass mich raten, ich darf schießen. Ich glaube, da finde ich dann mal das Maschinengewehr. Oh, und hoch da. Ach, ich darf mich auch entsetzen, das ist natürlich. So, dann fahr uns mal los hier. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Was zum... Du musst nicht antworten. Kumpel, du stehst in deinem Sitz. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. So. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Na toll, das hört sich ja gut an. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Ist das nicht jede Station irgendwie? Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Ach, da sind sie. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Ach du Schande. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Och ja, toll. Ich darf jetzt alleine los hier. Okay. Gut. Wir sollen also den Tunnel einstürzen lassen und... Den linken Tunnel haben sie gesagt, ne? Das hat aber, das war anscheinend schon mal eine ganz gute Sache. Natürlich kommt der zu uns. Verschwinde. Okay, der läuft da lang. Oh, wie gut, sie laufen alle von uns vorbei. Ich glaube, Schleichen war doch eine ganz gute Option gerade. Ah. Die Schnauze. Jetzt aber rein hier. Bevor da noch mehr rauskommen. Wie?
Alter. Ach ja, scheiße, ich hab die Bombe ja noch gar nicht. Nein! So ein... Ah! Ernsthaft, ne? Da stehen Männer. Alter, wo sind die denn? Wo ist denn der mit der Bombe? Da ist auch nichts. Ey Leute, ich kriege auch langsam mal so ein... Aua! Was ist das? Boah! Alter! Ja, 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 ja! Was ist das? Alter! Ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Ich sag nicht, die sind nicht auf... Alter, erschreck mich nicht so. Da. Das scheint zumindest die Bombe zu sein. Okay. Ja! Alter, wie viel... Habt ihr noch was für mich? Er hat da Munition. Alter, hör auf so zu verschwimmen. Ich weiß, dass ich da nicht roh soll. Oder ist das, ob das das Sprengkommando war? Also die, die da uns aufgehalten haben, durch diesen Eingang zu gehen. Oh fuck. Alter, ist gut jetzt. Da kommt doch einer! Alter, so komme ich ja überhaupt nicht voran, wenn das hier so weitergeht. Da oben sind sie. Okay. Bombe ran. Shit. Oh nein. Oh nein. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier! Scheiße! Wow! Bam! Meine Ohren. Autsch, meine Ohren. Es hat gepiept. So, jetzt müssen wir noch diesen anderen da finden. Das soll ja so ein anderer Eingang sein, wo es angeblich runterkommen bzw. zu denen kommen. Ach. Ich hab's gefunden. Alter! Frisst 4 Patronen. Wie soll ich mich dagegen mehrere wehren?
Ah! Fertig? Bin ich jetzt fertig oder? Moment, ich mal kurz. Okay, gut. Yep, ich bin fertig hier. Dann gehen wir mal zu den anderen wieder. Ah, da ist Khan. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Na super. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Gut. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Und leuten die Informationen über Nachbarn. In der Waffenkammer solltest du nach einem bekannten. Mache ich. Entschuldigt, aber ich wollte mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier gehen auch noch Treppen hoch, oder? Mal. Okay. Jetzt bin ich schlauer. Guck, da stehen Schanden. Das sind doch bestimmt diese Verteidiger. Verdammt. Hallo? Huch! Huch! Was zum Teufel ist das? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Schrein der Hoffnung? Das sind alles Bilder von den Toten hier. Guck mal. Da. Alles. Alter, guck ich's mal an. Was macht er? Da soll ich runter. Was wär's? Rein da. Okay. Ich bin weg. Denk dran. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Ja. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Bis dann. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Khans Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Was? Der Text war jetzt aber ein bisschen falsch. Da steht Waffenkammer. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Sie suchten nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der Text war aber jetzt gerade ein bisschen falsch. So Leute, bevor wir aber weitermachen, beende ich die Folge mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ach ja, und nicht vergessen, das rote kleine Knöpfchen vielleicht mal zu drücken. Ja, super, ciao!